Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Gesundheit. Gothic 3, hier in der Balance Ultimate Mod. Wir sind immer noch in der Gegend um Geldern unterwegs und müssen, also wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall die Schwefelmine und die Wolfsmine besucht. Haben hier auf jeden Fall einige Wölfe, eine Stollenwölfe getötet, können also jetzt die benötigten Sklaven hierher bringen. Das machen wir dann quasi in der nächsten, bei meinem nächsten Besuch in Geldern, holen wir die. Und ich gucke mir jetzt erstmal aber noch ein bisschen diese Gegend hier an. Und check mal ab, was es hier noch so zu finden gibt. Ich meine, der Nemrock hat nämlich auch was von irgendeiner Burgruine erzählt, die ich hier noch in der Gegend nördlich von Geldern finden kann. Und hier oben ist auch was, stimmt. Na hallo, guck mal an, wer sitzt denn da? Wer bist du denn? Dawson. Was machst du denn hier so alleine? Was du hier siehst, ist alles, was von der Mine hier übrig geblieben ist. Ivan, das abtrünnige Söldnerschwein, hat hier alles vernichtet. Was ist passiert? Ivan, das Schwein, sollte mit seinen Söldnern auf die Mine hier aufpassen. Doch kurzerhand bringt er alle um und macht sich mit dem geschürften Gold aus dem Staub. Ich würde viel Gold bezahlen, wenn jemand diesen Gottlosen ins Jenseits befördert. Na, aber deine Geldbörse locker. Der abtrünnige Söldner Ivan ist tot. Das geschieht ihm recht. Tod allen Verrätern. Das lasse ich mich einige Goldbrocken kosten. Brauchst du Hilfe? Soll das ein Witz sein? Schau dich doch mal um. Ich brauche mehr Werkzeug. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Männer. Von alleine springen die Goldbrocken nicht aus dem harten Felsen. Geh und sprich mit Samuel, dem Anführer der Söldner in Geldern. Er soll mir neue Männer und Gerät schicken. Okay. Zeig mir deine Ware. Machen wir. Klingt auch nach einer guten Sache. Kann ich bei dir ein bisschen Gold bekommen? Ja, bestimmt. Wenn ich hier so ein bisschen Kleinkram verkaufe. Dankeschön. Ah, vorher schürfe ich den Shit selber schnell weg. Meins, meins, meins und meins. Gut. Gut, dass wir das hier gefunden hatten. Da gibt es nochmal ein paar Rufpunkte in Geldern, hoffentlich. Aber ich meine, wie gesagt, auch, dass es hier irgendwo eine Burgruine gab. Wo mich der Nemrock ja auch hingeschickt hatte. Das sind Oger. Hier, Nemrock, das bringt Nemrock das Artefakt aus der Ruine im Norden. Hier, im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was da zu holen ist und bring es mir. Oh, 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 oh. Bruder! Mama, halblang hier! Kann ich es mit einem Start im 1 gegen 1 aufnehmen? Ich weiß es noch nicht. Das wird sich zeigen. Ja. Oh. Boah. Der Damage. Mal ganz kurz hier. Oh, jetzt bin ich auch noch erkrankt. Oh shit. So, wenn ich Verstärkung habe, geht's ein bisschen besser. Ah! Oh scheiße. Diese Schrate sind heftig. Ah! Nein! Oh! Einschlag und ich wäre down gewesen. Erstmal speichern. Das tat richtig böse weh. Das tat... Nein, ich habe Heiltränke getrunken, ich Idiot. Statt die Pilzragus zu... Genau, diese Krankheitsheilentränke kann ich eigentlich mal verkaufen. Ich habe auch 22 Lernpunkte gerade offen. Das ist wirklich gut. So, im Norden. Also das heißt, das müsste ja schon irgendwo hier sein, wo ich mich gerade befinde. Bei einer Felsspitze, sagte er. Den Ogern laufe ich jetzt mal nicht in die Hände. Wobei das ja bei den Schraten auch gerade super geklappt hat. Oder beim Schrat. Say hello to my little friend. Oh, da ist auch noch einer. Ah! Was ist jetzt das Problem?
Goblin, kannst du dich mal bitte um den Ripper hier kümmern? Junge. Aber auf gottlos angelehnt. Kann ich mich direkt nochmal heilen? Oder hier nochmal Krankheit heilen? Da ist ein Schattenläufer. Okay. Den könnte ich versuchen. Das ist ein Nashörner da drüben. Den Schatten... Nein, jetzt habe ich drei von den Dingern gegessen. Den Schattenläufer würde ich mal probieren, mit der Axt zu holen. Ich hoffe, der ist alleine. Du bist allein. Das macht guten Schaden. Ich sehe nichts. Da sind zwei. Kann nur hoffen, dass jetzt von hinter ihm nicht noch ein Schattenläufer kommt, dann habe ich ein Riesenproblem. Aber ich habe zum Glück gespeichert. Zum Glück hält sich der eine ein bisschen hinter mir zurück. Kann man gerade von großem Glück sprechen. Boah. Okay, cool. Umdrehen, umdrehen! Wobei, der Schaden hielt sich bis dato jetzt in Grenzen. Dammit. Oh. Junge, Junge. Ja, das ist echt nicht so ohne hier. Ich meine, hier geht's ja nur zum westlichsten Punkt der Karte. Ich glaube nicht, dass ich hier hoch auf die Felsen irgendwie komme, oder? Doch, hier. Hier könnte ich auf den Felsen hochkommen. Oder? Nee, ich glaube nicht. Na, nee, das wird leider nichts. Schade. Das sind Drachensnapper. Will ich die bekämpfen? Nee, ich denke nicht. Hebe ich mir fürs Ende auf. Okay, gehen wir zurück. Muss mich hier aber, glaube ich, schon irgendwie rechts an der Wand halten. Irgendwie, um zu versuchen, hier hochzukommen. Ich weiß leider nicht mehr so genau, wie ich da hinkomme. So ein bisschen blind, wie ich spiele. Die Nashörner, die lasse ich auf jeden Fall mal Nashörner sein. Hätte auch eine Mod aktivieren können, die den Kompass wieder zurückbringt. Wo ist mein Goblin? Hat sich, glaube ich, verlaufen. Okay. Hier war ein Hirsch. Eine Ruine im Norden. Oh, da ist ein Blutflieger, ist klar. Die könnte ich mir aber zähmen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, der Goblin war mittlerweile weg. Hier komme ich doch. Da vorne könnte ich irgendwie hochkommen. Das gibt's echt nicht, ey. Das kann nicht sein, wie so ein kleiner Scheißer echt die Kraft aufbringen kann, mich so wegzubürsten. Das ist mir ein Rätsel. Tja, wie komme ich da hoch? Ey, Mist. Irgendwie hier auf diesen Bergkamm muss ich hochkommen. Ich weiß nicht wie. Es ist zu steil hier. Ich glaube, hier kann ich nicht einfach so hochspringen, oder? 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 Ja, komm schon. Du hast... Yes. Okay, cool. Tatsächlich kommt man hier hoch. Hier gibt es sogar Pflanzen, die ich plündern darf. Nice. Ja, doch. Ich glaube, bei der Ruine ist aber, glaube ich, ein Troll oder irgendwie. Hier, das ist die Ruine, die, glaube ich, gemeint ist. Ja, ich höre was Großes. Ich glaube, ein Troll oder
Naja, es muss ein Troll eigentlich sein. Also was anderes kann es eigentlich fast gar nicht sein, oder? So, erstmal speichern. Ich meine, ich habe einen Troll schon geschafft. Aber ich glaube, alleine nur mit einem Goblin wird das wohl nichts werden. Wird also auch so ein Ding werden von, hey, wir gucken dann mal, was in Zukunft bei rumkommt. Es sei denn, ich kann den Loot hier schnell absnaggen. Ach nö, es ist sogar ein Drache. Okay, dann ist natürlich easy. Drache ist natürlich easy peasy. Scheiße. Ich glaube, den Versuch, den zu bekehren, kann ich mir sparen. Komm schon, Goblin. Warum wartest du denn da? Jetzt habe ich den Goblin da oben beschworen und es bringt halt herzlich wenig. Na toll. Alter, der kann ja echt fliegen. Ist das durch eine Mod? Ah! Oh! Ich kann mich erinnern, dass der im Original eigentlich nicht fliegen konnte. Okay, er hat den Goblin jetzt im Fokus. Ja. Oh, das wird nix. Ja. Ja, das war klar. Zwei Shots braucht er. Oh, tja, wie könnte ich den wegkriegen dort? Was habe ich noch so auf dem Lager? Den hier? Ich glaube aber nicht, dass ich die Macht habe, mich in einen Drachen zu verwandeln. Das bringt nichts. Nee, es bringt nichts, das war klar. Da liegt eine Leiche. Wieso bringt das nichts, ey? Oh! Ich brauch einen Plan. ...27 Sprengpfeile habe ich. Ach, scheiße. Scheiße. Mann. No. Damn it. Also an die Kisten werde ich wohl nicht kommen, aber vielleicht kann ich den Jäger plündern. Schlüssel des Jägers erhalten. Na, das klingt doch schon mal vielversprechend. Oh Gott. Jetzt hier gerutscht. Scheiße. Ich schieße dem jetzt alle von diesen Pfeilen rein. Und sobald ich keine mehr habe, gucke ich, wie viel Leben der noch hat. Und dann hoffe ich, dass ich... Aber ich komme da nicht mehr lebend hoch, das ist das Problem. Sobald ich da irgendwie mich jetzt von hier wegbewege, schießt er den nächsten Feuerball auf mich und dann war's das. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich dem diesen Explosionspfeilen so lange... Dass ich genug von diesen Explosionspfeilen habe, um den zu töten. Weil ich habe da gesehen, da standen 4 Metallkisten oder so, da wird... eine Menge Loot so... Oh, das hat geklappt. Oh nein, jetzt habe ich sogar noch einen verschossen. Geil, das hat geklappt und ich habe sogar noch ein paar Pfeile übrig. Nice. Drachenblut, Drachenherz, Drachenfleisch erhalten. Brauche ich bestimmt, um irgendwelche krassen Rüstungen zu craften oder so. Klasse, das können wir speichern. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Ich weiß aber wirklich jetzt, aber ich Nochmal weiß jetzt leider noch nicht, ob das jetzt diese Ruine von Nemrok ist. Die Nemrok wollte, dass ich die untersuche. Oh, Schlösserknacken, sehr gut. Kann ich vielleicht für Geld dann direkt gebrauchen. So. Oh, das gibt eine Menge Gold. Das ist schon ziemlich gut. Mhm. Oh, wie viele Kisten und Schätze hier liegen. Junge, Junge. Das ist ein richtiger Drachenhort, kann man sagen, was man will.
Abgebrochen. Fette Beute. Wir haben auch mittlerweile ganz gut an Erz mittlerweile gesammelt. So, hier haben wir jetzt eine Söldnerarmbrust mittlerweile schon. Das sind echt starke Dinger, ey. Okay, cool. Na, das hat doch ein erfolgreiches Ende jetzt hier erstmal genommen, dieser Besuch hier oben. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht so 100%, ob das jetzt die Ruine ist, die Nemrock wollte, dass ich sie erkunde. Da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so sicher. Egal, ich gehe jetzt erstmal trotzdem zu Geldern, nach Geldern zurück. Ich glaube, dafür kann ich mich mal teleportieren. Dann muss ich den Sklaven nochmal in diese Wolfsmine bringen und dann müssten wir eigentlich soweit alles erledigt haben. Mal gucken, ob das von den Rufpunkten her reicht. Oder ob der Nemrock sagt, nee, es reicht nicht. Wenn ich Pech habe, komme ich halt nicht zu Grog, aber mein Gott, dann ist das halt so. Was will ich machen? Hier, ich habe Schwefelbrocken. Gut, dann betrachte die Sache als erledigt. Hier dein Lohn. Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Na, das wurde auch Zeit. Ich hoffe, die Mine wirft bald wieder was ab. Also das mit der Ruine hat offenbar nicht geklappt. Das war vielleicht doch nicht die Ruine, die er wollte, dass ich die untersuche. Es kann also sein, dass da noch ein bisschen was offen ist. So, jetzt suche ich mir erstmal den besonders eifrigen Sklaven. Sollst du hier sein? Nee. Ich will keinen Ärger haben. Mist. Wo war denn der besonders eifrige Sklave? Einer hieß besonders eifriger Sklave, meine ich. Und nicht einfach nur Sklave. Hier, der hier ist es. Bring mich zur Wolfsmine. Sagt wer? Nemrock sagt das. Der Ork-Oberst? Dann habe ich ja wohl keine andere Wahl, was? Na schön. Komm mit, ich zeig dir die Wolfsmine. 63 Rufpunkte haben wir schon. Wir brauchen jetzt nur noch 12. Oh, ich hoffe wirklich, dass das irgendwie reicht, dass ich die 75 reißen kann. Ach, das ist mit Samuel, kann ich auch noch reden. Ich habe ja diesen Dawson gefunden. Vielleicht könnte es knapp reichen mit dem 75 Ruf, dass ich zu Grog darf. Ich muss dann mit der Massenhypnose da drin die Teller noch für Laris rausholen. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. La 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 la. Wartet er eigentlich, wenn ich nicht mitkomme? Ja, er wartet, okay. Kann ich mal ganz kurz zu Samuel. Du bist ja da, aber Dawson braucht deine Hilfe, draußen in seiner Mine. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Ein Söldner namens Ivan hat die Mine geplündert. Dieser gottlose Hundesohn. Hätte mir denken können, dass dem Kerl nicht zu trauen ist. Ich mache mich mit meinen Jungs sofort auf den Weg und baue die Mine neu auf. Hier ist dein Sold. Geil, das gab auch nochmal 4 Punkte. Klasse. Ständig alles rum erzählt, ja, es könnte reichen. Könnte reichen. Da sieht man auch so meinen Teleportschweif. Aber dieser Turm muss diese Ruine im Norden gewesen sein, die Nemrock meinte. Weil eine andere Turmruine sehe ich hier nicht. Gibt's hier nicht. Das muss die da oben gewesen sein. Muss ich dann nochmal gleich im Tagebuch abchecken. Was seid ihr denn für welche? Seid ihr hier Samuels Männer schon gerade? Ja. Angehender Söldner, Veteran. Ich glaube, ihr seid die neuen Wachen für Dawsons Mine. Schön. Ist aber ein Sonnenkraut, klasse. Tja, und die Dinos, die da unten noch sind, die werden auch nochmal. Die werden mich auch nochmal beschäftigen. Tja, ob ich es mit denen schon aufnehmen kann? Boah, ich weiß ja nicht. Zum Glück muss ich die anderen Sklaven nicht auch hierher begleiten. So, hier ist die Wolfsmine. Dann nimm dir gleich eine Spitzhacke und fang an. Diese Mine muss wieder was abwerfen. Soll ich die Mine etwa ganz allein schmeißen? Wart's ab, ich besorg dir noch ein paar andere eifrige Kollegen. Genau, das machen wir. Ich glaube 2 oder so muss ich den noch holen. Mhm.
Geh zur Wolfsmine und bring die Ausgrabung wieder in Gang. Und wenn ich das nicht tue? Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Wenn du mich so charmant bittest, ich gehe ja schon. Los, auf mit der Scheiße. Beweg dich, ab zur Wolfsmine. Alles klar. Was kann denn schon groß passieren? Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Kein Problem. Hab nur gewartet, dass einer ruft vorwärts. Oh, 73 habe ich. 73 Ruf. Ich hoffe, dass, wenn ich die Quest jetzt abgebe, dass ich dann noch die 75 knacke. Das wäre gut. Die Wolfsmine ist wieder in Betrieb. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier was ankommt. Gute Arbeit, Mora. Nein, es fehlen 2 Punkte. Wo soll ich denn jetzt noch 2 Punkte herbekommen? Oh nein. Tja, hätte ich in der Arena gekämpft, wäre die Punkte jetzt schon lange da, aber das... Bring Nemrok das Artefakt aus der Ruine im Norden. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was da zu holen ist und bring's mir. Das ist aber... Das ist hier tatsächlich Norden. Interessant. Ich war im Westen. In der Ruine, nicht im Norden. Hier im Norden. Wenn ich hier lang gehe, gehe ich nach Norden. Hier... Was? Wo soll denn hier im Norden... Das ist doch die Ruine, muss das doch gewesen sein. Hier im Norden ist ja quasi nur das Lager von Ivan gewesen. Im Norden. Das ist also Richtung Silden, der Norden. Na komm. Also ich gucke nochmal ganz kurz hier hoch, aber... Also ich sehe weit und breit keine Ruine im Norden. Das muss ja dieser Turm da drüben sein, wo ich schon war, wo ich den Drachen gerade geholt habe. Aber da habe ich ja gerade alles gelootet. Der Turm ist aber im Westen. Aber immer noch nördlich von Geld. Ich weiß nicht. Ich gehe da nochmal ganz kurz hin. Ich vermute, ich habe da irgendwas übersehen. Jetzt laufen sie unten, die Sklaven. Schneller, lauft! Ich gehe da nochmal ganz kurz hin, weil ich muss ja, das muss ja der Turm gewesen sein. Also im Zweifel checke ich gleich mal das Gothic 3 Lösungsbuch, was ich hier gegenüber im Regal habe stehen, weil ich gerade echt nicht weiß, was das war. Ich muss auf jeden Fall noch irgendeine Quest abschließen, um diese Rufpunkte zu bekommen. Bin ich geplündert? Okay. Das kann ja nur hier oben sein, diese Ruine. Aber ich meine da eigentlich alles mitgenommen zu haben. Versuch's nochmal. Das muss diese Ruine sein. Also ich kann mich wirklich an keine andere Ruine erinnern. Die nächste Ruine nördlich gelegen von Geldern müsste die Paladinburg sein, die im See versunken ist. Das müsste die nächstliegende Ruine sein. Aber die kann er ja unmöglich meinen eigentlich. Na gut, er könnte noch die Ruine meinen. Okay, ich glaube, ich weiß, welche Ruine er meint. Ich glaube, er meint wirklich diese Ruine, die auf diesem Felsplateau ist, wo ich für meinen Gothic Online Untold Chapters Character diese Burg dort habe, die auf diesem Plateau dort ist, bei den Wasserfällen. Es könnte wirklich sein, dass er sogar die meint. Das könnte wirklich sein, weil wenn er die hier nicht meint, ich habe sogar eine Drachenwurzel übersehen, gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Weil, ich meine, hier habe ich alle Kisten geplündert. Hier ist ja noch eine Drachenwurzel, die habe ich eiskalt übersehen, ey. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Ja, diese Ruine habe ich geplündert. Hier ist nichts mehr. Die Kisten sind offen. Ich gucke nochmal dahinter hier. Aber hier ist... Nee. Hier ist wirklich absolut ja nichts. Dann glaube ich, meint er wirklich diese Ruine, die quasi auf dem Plateau ist. Also anders kann ich es mir gerade einfach nicht vorstellen.
geil, dass hier noch Loot ist. Hier, genau, die dort. Dort drüben. Da ist diese eine Hausruine und ich glaube, auf diesem Plateau gibt es noch eine Ruine, eine Burgruine. Der kann eigentlich nur diese meinen. Oh, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Aber das ist ja nicht... Na doch, doch, es ist nördlich von Geldern. Wenn es hier ist, doch, doch, dann passt das. Würde es schon passen. Okay, dann werde ich da versuchen hinzukommen. Das wird wild, weil ich müsste hier runter in den Wald. Aber das mache ich nicht von hier aus jetzt so, sondern dafür gehe ich nach Silden. Ich mache das von Silden aus. Da kenne ich zumindest einigermaßen einen Anlaufweg, wie ich da irgendwie hinkomme. Außerdem ist es jetzt dunkel und ich würde jetzt wahrscheinlich nochmal eine Runde schlafen. Bitte sag mir, dass es Bed Fry ist, jawohl. So. Und dann mache ich das bei Tageslicht. Dann sehe ich auch mehr im Wald. Ganka, warte mal. Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maras bekämpfen, statt euch zu bewachen. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Denpok braucht mehr Wachen in der Stadt. Ich gehe. Melde das Denpok. Verstanden? Ah, cool. Den hatte ich vergessen bei der Wachgeschichte. Den hatte ich übersehen, den Ganka. Jetzt sitzt der hier rum, der Lars. Sehr witzig. Geil, da kann ich dadurch nochmal Erfahrungspunkte absnacken. Na, das ist doch super. Das machen wir doch direkt. Das machen wir doch direkt. Ich werde einfach abwarten. Ganka bleibt ab jetzt in der Stadt. Sehr gut, Kleiner. Aus Schaden wird man klug. Guck mal, es gab nochmal. Jetzt habe ich 100 Rufpunkte in Silden tatsächlich. Ich habe alles erledigt, was zu erledigen gibt. Geilo. Und es gab nochmal ordentlich Experience. Nice. Ich hoffe, das erledigt sich von selbst. Ich könnte aber auch ehrlich gesagt, bevor ich da hochgehe, in die Berge zu dieser Ruine, könnte ich nochmal diese Lernpunkte investieren in altes Wissen. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich jetzt einfach nochmal schnell in der Folge hier, bevor ich da jetzt... Dann gehe ich Anfang der nächsten Folge dann da hoch. Weil ich meine mich zu erinnern, dass dort oben... Wer bist du denn? Das Holz brennt gut. Ich meine mich zu erinnern, dass da oben halt Schattenläufer sind. Ich glaube auch Trolle sind da oben und so. Da wäre ich schon gut beraten, wenn ich ein bisschen stärker zaubern kann. Also ich würde die Hälfte, würde ich wahrscheinlich jetzt auf altes Wissen investieren, die andere Hälfte auf Mana. Ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Bringen wir... Gut. Okay, komm. Dann investiere ich jetzt noch... Wobei, ich brauche 140, ne? Für manche Skills. Okay, dann habe ich jetzt 140. Sehr gut. Zum Beispiel fürs Schlösserknacken oder so brauche ich halt 140. Altes Wissen, das habe ich jetzt. Was brauche ich fürs Schlösserknacken? Telekinese. Habe ich schon. Das heißt, sobald ich einen Wassermagier irgendwo treffe... Der könnte mir den Schlösserknacken-Skill beibringen. Sehr gut. Boah, Golem beschwören. Auch geil. Ah, muss ich auch lernen. Das können mir die Druiden aber leider nicht beibringen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Was könnte ich hier noch lernen, so? Okay, böses Vernichten. Wort der Herrschaft. Du sollst mir folgen, sprach Innos und der Mensch gehorchte. Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich brauche ich dafür... Wahrscheinlich geht es auf Menschen. Waffensägen könnte ich halt auch lernen. Wobei, Fernheilung habe ich noch nicht geskillt. Naja. Egal, ich investiere erstmal... Beschwörung Feuergolem, auch geil. Ich investiere erstmal in Mana. Das machen wir mal. Wir skillen erstmal nochmal Mana, die letzten Lernpunkte. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut vorbereitet für einen Besuch. Da oben in den Bergen. Belia hat mich erwählt. Gewähre mir magische Kraft. So. 224 Mana, das ist doch schon mal eine ganz gute Summe. Damit lässt sich arbeiten. Und dann ab nach Silden. Hast du Glück gehabt, Hirsch. Ey, wenn ich mich jetzt nicht schon im Teleport befunden hätte, hätte ich dich noch mitgenommen.
So, sehr gut. Das heißt, man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge da oben zu dieser Burgruine gehen, die da oben in den, auf diesem Plateau ist. Da müssen wir hin. Ich glaube, das ist die Ruine, wo mich Nemrock hingeschickt hat. Wo er noch Loot haben möchte von dort. Ich glaube... Wow. Ich glaube, dass das der Ort ist, wo ich doch hin muss. Wie ich das anstelle, ob ich das überlebe, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content da. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.